irgendwann hatte ich auch das Glück, meinen Eltern dann von meinen Plänen zu erzählen. Die waren natürlich nicht so begeistert. Schließlich ist das auch verständlich, wenn man so als Kind zu seinen Eltern kommt und so sagt, hier, Mama, Papa, ich wollte mal mit euch reden. Und zwar habe ich so in der Schule so einen Katalog gefunden und das fand ich ganz cool. Da kann man nämlich so ein Jahr ins Ausland gehen, auf eine andere Schule gehen. Da hätte ich mal Bock drauf. Wie gesagt, meine Eltern sind nicht wirklich vor Freude in die Luft gesprungen, dass ich einfach so ein Jahr in die USA möchte. Aber irgendwann, wir haben einfach mal unverbindlich eine Kurzbewerbung an IFS geschickt. Das ist bei der Organisation, bei der ich jetzt auch bin. Daraufhin wurde ich dann zum Auswahlgespräch eingeladen in die nächstgrößere Stadt. Die haben mir dann einfach so ein paar Fragen gestellt. Wie heißt du? Was sind deine Hobbys? Wie alt bist du? Warum möchtest du in die USA? Wieso? Weshalb? Warum? Das waren halt diese Standardfragen. Also ich kann mich jetzt auch nicht mehr an alle einzelnen Fragen erinnern. Und ich möchte es jetzt auch gar nicht hier so sagen. Vielleicht darf ich das auch gar nicht, keine Ahnung. Dann kam irgendwann mein Vertragsangebot zugeschickt. Und nach einigen Gesprächen nochmal mit meinen Eltern haben wir es dann doch schlussendlich unterschrieben und wieder zurückgeschickt. Daraufhin wurde mir dann wieder eine ausführliche Bewerbung zugeschickt, wo ich dann halt so Sachen angeben musste, die vom Arzt ausgefüllt werden mussten, von meinen Eltern, von mir selbst, von meiner Englischlehrerin. Also ziemlich viel Papierkram. Das war recht zeitintensiv, das alles durchzuarbeiten. Aber das wird halt dann an die Gastfamilie geschickt und die bekommen das halt dann wegen Kriteriensuchen, die sich dann einen Gastschüler aus. Auch diese ganzen Unterlagen habe ich dann wieder zurückgeschickt und meine Bestätigung für mein Auslandsjahr bekommen. Das heißt nun aber für mich, ich fliege im August oder September, so die Dreh, nach Amerika für ein Jahr, beziehungsweise eigentlich 10 Monate, und werde dann dort zur Highschool gehen. Ich werde euch mitnehmen und soweit es meine Zeit zulässt, werde ich auch dort weiter YouTube-Videos machen. Vielleicht nicht mehr wöchentlich. Wir werden sehen, wie ich da so zeitlich klarkomme. Schließlich werde ich dann wahrscheinlich, also nicht wahrscheinlich, sondern auf jeden Fall zur Schule gehen. Und dann werde ich wahrscheinlich noch einen Sport nachmittags machen, weil Amerika halt, ne? Beziehungsweise es ist halt auch eine coole Möglichkeit, um neue Leute kennenzulernen. So sieht's aus. Als ich mich da beworben habe, dachte ich mir so, oh ja, klar, das ist ja noch ein ganzes Schuljahr hin, habe ich ja noch Zeit. Wenn man jetzt mal nachrechnet, es sind nur noch knapp ein halbes Jahr, wo ich jetzt in Deutschland bin. Also diese Zeit verging echt richtig schnell. Das hätte ich echt nicht gedacht. Weil alle Schuljahre ziehen sich so lang hin, dann kommen diese kurzen, wirklich miniaturmäßigen Sommerferien. Und dann kommt das nächste Schuljahr. Warum ich mich jetzt für ein Highschool-Jahr, nicht für ein Au-pair-Jahr, eine Sprachreise oder sonstiges entschieden habe, ist eigentlich pure Eigennutz. Warum habe ich mich gegen eine Sprachreise entschieden? Es war mir einfach zu kurz und war mir alles so ein bisschen zu theoretisch. Und du lernst dann auch nicht wirklich eine andere Kultur kennen. Gerade wenn du auf Malta deine Sprachreise machst oder sonstiges. Ich habe mich einfach schlussendlich jetzt für dieses Highschool-Jahr entschieden. Au-pair, das war eigentlich pure Eigennutz. Halt, weil ich mein Englisch für mein Abi verwenden würde, wenn ich nach dem Abi erst nach Amerika gehe oder irgendwo anders in Neuseeland, Australien, was weiß ich, dann nützt mir das nicht mehr so viel für mein Abitur und deswegen geht's eben nächsten Sommer los. Außerdem finde ich es wahnsinnig spannend, auf eine andere Schule zu gehen. Ich war bisher erst auf 2 Schulen, also Grundschule und Gymnasium. Nicht, dass ich das jetzt irgendwie schlimm finde oder so, aber ich wollte einfach mal was anderes kennenlernen, wie das bei anderen Schulen so abläuft. Mit einem anderen Bildungssystem finde ich auch richtig spannend. Deswegen ist das halt eine super Möglichkeit. So, jetzt komme ich mal zum Schluss. Ich hoffe, euch hat mein kleiner Exkurs jetzt in die Vergangenheit gefallen. Ihr habt ein bisschen was erfahren, wie ich auf die Idee gekommen bin, einfach mal so Goodbye Germany zu sagen. Habt ihr irgendwelche Fragen an mich? Wollt ihr etwas Bestimmtes wissen? Oder soll ich nochmal irgendein bestimmtes Thema in einem Video genauer oder ausführlicher erklären? Schreibt es mir einfach in die Kommentare. Interessieren euch solche Auslandsvlogs? Schreibt es mir auch in die Kommentare. Wollt ihr auch mal so ein Auslandsjahr machen? Schreibt es mir in die Kommentare. Aber habt jetzt keine Angst, ich werde jetzt nicht jede Woche so ein Video machen zum Thema Auslandsjahr. Es werden auch wieder normale Videos kommen. Und alle Videovorschläge einfach ab damit in die Comments. Bis nächste Woche. Ciao. Bye.